Vorderpfalz aktuell. Nachrichten und Informationen aus der Vorderpfalz. XXL Info, Ihr Magazin für Rhein-Main-Neckar mit News Kompakt. Die SPD mit ihren Zugpferden auf bundespolitischer Ebene, Gerhard Schröder, Bundeskanzler, und auf Landesebene, dem Ministerpräsidenten Kurt Beck, hat sich im Pfalzbau präsentiert. Mit dabei waren auch Werner Schröter und Uli Geißenmeier, der ja hier in der Stadt Bürgermeister werden möchte. Hier ein kleiner Vorabbericht. Ausführlichen Bericht sehen Sie demnächst hier auf diesem Kanal. XXL Info, Ihr Magazin für Rhein-Main-Neckar, gibt es auch im Internet unter www.xxl-info.de.vu. Der Kanzler und Kurt Beck im Ludwigshafener Pfalzbau. Politischer Aschermittwoch in Ludwigshafen am Rhein. Tausende von Zuschauern und Zuhörern kamen in den Ludwigshafen am Pfalzbau, um den Worten des Ministerpräsidenten Kurt Beck, von Werner Schröder, dem Landratskandidaten, Uli Geißenmeier, dem Oberbürgermeisterkandidaten, und den Worten des Bundeskanzlers dieser Republik, Gerhard Schröder, zu lauschen. Auf eine Öffnung nach Osten, in Deutschland, in Europa, Deutschland insgesamt und hier Rheinland-Pfalz stellen. Deshalb müssen wir uns hier im Westen Deutschlands, im Westen Europas gelegen, auf diese europäische Situation einstellen. Wir müssen im Herzen Europas liegen, die europäische Karte auch in Zukunft spielen, damit die Menschen eine Zukunftsperspektive haben. Schule investieren. Wir haben das in den letzten Jahren getan und wir haben es erfolgreich getan. Da wird ständig geredet, es würden, ja mein Gott, wer hätte es, würden 30.000 Stunden ausfallen. Er erklärt gar nicht was, wenn es 30.000 Unterrichtsstunden sind, die da ausfallen. Auch sollen von ihrer Familie kommen. Unter den Gästen auch Oberbürgermeister Dr. Schulte. Das ist natürlich gekommen. Wir sagen viele Handwerksmeister, wir sagen viele Ladenbesitzer, wir haben da Probleme. Machen. Eltern und Kommunalpolitiker, die Jugendlichen, die in der Schule sind und vor allen Dingen natürlich auch unsere Lehrerinnen und Lehrer, lassen Sie um unseres Bildungssystems Investitionen in Forschung und in die Lehrer an unseren Hochschulen. Über den Weg, dass wir junge Unternehmen mit neuen Ideen. Großes Interesse der Zuschauer und großes Interesse auch bei den Medien. Trotz einer Wahlkampfveranstaltung. Deutschland entstanden sind. In Rheinland-Pfalz sind es 16 Unternehmen, die zusätzlich entstanden sind. Und das war eine der entscheidenden Grundlagen dafür, dass wir heute feststellen können, in Rheinland-Pfalz hat die Arbeitslosigkeit
Arbeitslosigkeit deutlich abgenommen. Wirklich, das ist ja so, ne? Wenn man jeden Kandidat, den ich respektiere und der selbstverständlich in der Demokratie auch eine wichtige Rolle hat, man braucht ja auch in der Zukunft einen ordentlichen Oppositionsführer, gleich wenn ich jeden Kandidaten läuft und jetzt erzählt, das ist ja schon manchmal ein bisschen witzig, erzählt, in Trier sei Gefangener ausgebrochen, weil ich bei der ZDF-Sendung Wieso an einem Gurkentest teilgenommen habe. Übrigens hervorragende Gurken hier in der Vorderpfalz, Gemüseanbau. Absolut, lasse ich nichts drüber gucken. Ja? Aber wenn man sowas erzählt, dann frage ich mich, ich habe Gurken gegessen und der ist sauer. Irgendwas stimmt da nicht ganz, das ist ja ganz gewünscht. Lassen wir uns das eher zu Scherzhaft betrachten, wiewohl manchmal kommen einem schon so Gedanken. Ich bin heute Morgen zur Staatskanzlei gefahren durch Mainz und die haben heute Nacht plakatiert wie die Weltmeister. Und an den Wänden herum und da gucke ich immer schnell weg, weil immer wenn ich hingucke, denke ich, meine Frau hat doch recht, ich habe ein paar Kilo zu viel. Also, da gucke ich immer schnell weg und dann guckt man natürlich auf die andere, weil irgendwo muss man ja hingucken. Trotz Figurprobleme stehende Ovationen für Ministerpräsident Kurt Beck. Werner Schröter hat eine Vision für den Landkreis Ludwigshafen und sieht eine Chance für den Landkreis. Denn zum ersten Mal können... Darf ich mich zunächst mal dafür bedanken, dass die Landesregierung ermöglicht hat, dass der Landtag es ermöglicht hat, dass der Landtag direkt gewählt werden kann. Es ist ein Segen, dass jetzt zum ersten Mal der Landkreis Ludwigshafen was die Bürger am 25. März mit dieser Option, mit dieser Möglichkeit anfangen und wie sich die Wahlen entscheiden, das wird sich am 25. März zeigen. Das Ergebnis kennt derzeit nur einer, aber keiner von uns. Und Herr Schröder,
auch der Oberbürgermeister in der Stadt Ludwigshafen wird gewählt im Mai. Und Uli Geismeier sieht das als eine große Herausforderung für mich ist. Das war XXL Info, Ihr Magazin für Rhein-Main-Neckar mit einem ersten Vorabbericht der Kanzlervisite und der Visite des Ministerpräsidenten Kurt Beck in Ludwigshafener Pfalzgau. Einen weiteren ausführlichen Bericht sehen Sie bald in diesem Kanal und bei XXL Info, Ihrem Magazin für Rhein-Main-Neckar. XXL Info, Ihr Magazin für Rhein-Main-Neckar gibt es übrigens auch im Internet unter www.xxl-info.de.vu. Ich sag's nochmal, www.xxl-info.de.vu oder http://hrmnews.fiebermacht.net. Und dran denken, demnächst in diesem Kanal und demnächst in diesem Magazin XXL Info, Ihr Magazin für Rhein-Main-Neckar, ausführlicher Bericht von der Pfalzvisite des Kanzlers und von Kurt Beck in Ludwigshafener Pfalzbau. Ich sage tschüss, bleiben Sie gesund, alles Gute wünscht Ihnen Ihr Andreas Friedlam. Bis zum nächsten Mal und einschalten, wenn es heißt XXL Info, Ihr Magazin für Rhein-Main-Neckar. Vorderpfalz aktuell. Nachrichten und Informationen aus der Vorderpfalz. We'll be right back.